Was? Nein, nein, nein. Boah. Das war verdammt knapp jetzt. Und das ist der Dummy. Und fährt die Dings verdammt lang. Taucht ab und los. Action. Das war ein Fail. Ich gehe drauf. Ich gehe drauf. Ich gehe drauf. Tue ich doch nicht. Okay, aber das war jetzt wirklich in letzter Sekunde. Ich muss darüber. Unterliert es seine Runde. Fährt nach hinten. Okay, los. Fährt. Kriecht nach hinten. Oh oh. Hat abgedreht. Action. Diesmal muss es funktionieren, muss es funktionieren. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das gibt's doch einfach nicht. Wieso packe ich das nicht? Kann es wohl echt nicht sein, oder? Action. Der 90 Grad Winkel packt er halt doch nicht. Wo ist es jetzt? Ach da. Abflug. Nein! Das kann es ja wohl nicht sein. Das kann es ja wohl echt nicht sein. Ich kann mich doch hier nicht von so einem Raupenvieh fertig machen lassen. Von einer degradierten Schnecke quasi. Aber ich habe auch nichts, was mir irgendwie was bringen würde. Abflug. Und zack. Ja. Abflug. Und hoffen, dass es gut geht. Wo ist es? Da drüben ist es. Kommt auf mich zu. Übrigens, schöne Grüße an die Opner. Die Viecher können sich wirklich keine Schönheits-OP leisten. Ich wollte es vorhin schon mal sagen, aber ja. Action. Ich gehe drauf, ich gehe drauf, ich gehe drauf. Ich gehe so viel drauf, sag ich doch. Ich hab's eigentlich gleich kommen sehen. Warum bin ich trotzdem zurückgerannt? Naja. Action. Okay, dann. Ich sammle mich jetzt mal kurz innerlich, bringe meine Geduld wieder auf. Denn ohne Geduld ist man hier an dieser Passage, wie man ja sieht, definitiv verloren. Das Muster des Gegners studieren. Und dann hoffen, die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen.
Ja, da hilft's auch nichts, wenn du die Faust ballst, krieg hier muss Geduld her. Durchschlagskraft hat da relativ ist da relativ fehl am Platz. Das wird auch den Bruder Tod lernen müssen, denn was man bis jetzt im Trailer gesehen hat, darf man mit Tod auch Kriegshammer schwingen. Und bei allem Respekt, den ich vor diesem Zweihänder habe, den Krieg da hinter sich am Rücken hat, der die ganze Zeit Blut kotzt, Kriegshammer sind mir halt sympathischer. Und nichts. Abwarten, abwarten, abwarten. Okay. Okay. Hau ab, du Mistvieh. Action. Oh oh. Ich glaub's ja nicht. Ich habe das schon fast zwei Folgen damit verbracht, hier durchzukommen. Also, dass ich bei der Landung wieder Zeit verliere, bin ich so vielleicht sogar langsamer, als wenn ich direkt laufe. Außer natürlich, ich würde oben stehen, dann könnte ich das effektiv nutzen. Aber das geht hier leider nicht. Geht sich nicht aus, Geduld. Geduld. Jetzt. Ich meine, das Ding reagiert darauf, sobald ich den Sand betrete. Okay, zur letzten Plattform abwarten, bis das Vieh weg ist wieder. Bis das Vieh weg ist wieder, bis das Vieh weg ist wieder. Okay, ich werde zurück. Oh oh. So, genau studieren den Weg dahin. Nach erste Runde. Wenn es da hinten ist, muss ich starten. Dann habe ich die längste Zeit. Genau beobachten, das müsst ihr. Ja, okay, kugel die Schulter noch mal ein. Jetzt. Geht sich's aus, geht sich's aus, geht sich's aus, ich weiß nicht. Ja! Puh. Und hier links sieht man auch gerade wieder das Speichersymbol. Das haben wir hinter uns. Boah. Zwei Folgen damit vergeudet im Prinzip. Na toll, vom Regen in die Traufe. Aber die Traufe kann man wenigstens auslöffeln oder austrinken, keine Ahnung.
Na komm schon, was ist los? Langeweile oder was? Allem Anschein nach, ja. Ach komm, das ist doch zäh. Ich will einen aufregenden Kampf, nicht so flaschen wie euch. Ich meine, das Vieh, das war gerade echt in war, weil es ja sofort K.O. gab. Und die jetzt können die wieder nichts. Jawoll! Vergleichbar mit den Eisenprinzen aus Zelda. Dieses Vieh ist ein bisschen, härter. Jawoll! Los geht's! Hey, Moment mal, fällt mir was ein. Dieses Teil, das du da in den Händen hast, hätte ich gerne. Oh oh. Ja, daher gibt es einen bestimmten Grund. Die Frakturkanone. Das ist sowas ähnliches wie der Vergelterwerfer, den wir schon mal hatten. Funktioniert allerdings ein bisschen anders. Ich lasse den Splitter bis zu 4 losschicken und dann lasse ich sie mit dem anderen Schulterbutton detonieren. Ich kann bis zu 4 dieser Geschosse abfeuern und sie dann da rein nach explodieren lassen. Ich sage bewusst bis zu, ich kann nämlich auch weniger abfeuern, ganz ruhig und besonnen. Aber bei der Gesundheit, die wir gerade haben. Ja. Bei den meisten Gegnern reichen ein, zwei Splitter. Oh. Aber wenn mich feindliche treffen, finde ich das nicht so cool. Jetzt also ein bisschen taktisch vorgehen. Oh oh. Jawoll. Aber der Gesundheit ist noch immer am untersten Limit. Ach du Scheiße, nein. Für dich reicht's doch. Ich weiß gar nicht, was du hast. Und da kommen sie auch schon über die Seile wieder, die nächsten unserer Opfer. Die Viecher sind jetzt wirklich Opfer. Denn die werden Zeuge der Feuerkraft ihrer eigenen Waffen. Stelle ich mir persönlich nicht so als angenehm vor, wenn ich eine besonders mächtige Waffe entwickle und sie dann selbst um die Ohren gefetzt bekomme. Die Sorge haben ja auch seit vielen Jahrzehnten die Amerikaner, dass irgendwann auf die Idee gekommen könnte, ihre Atombomben gegen sie selbst einzusetzen. Aber man soll ja nicht so viele Witze über die Amerikaner reißen, wenn die SOPA durchbringen, man weiß es ja. Ach du Schande. Wir fürchten dich nicht.